Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, insbesondere zu Tony Hawk Pro Skater 2 und den Transfers, die 4, wo ihr die hier findet in Venice Beach und wie ihr die macht, das zeige ich euch in diesem Video. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los, viel Spaß! Es geht wie immer natürlich die Regel, macht die Spezialleiste voll, damit ihr besser weiter springen könnt und springt in eurer, wenn ihr einen eigenen Skater habt, in eurer bevorzugten Stellung. Ja, also Goofy oder Regular, je nachdem wie ihr euch das eingestellt habt. Und dann geht's hier schon an den ersten und meiner Meinung nach den schwersten Transfer in diesem Level. Der nächste folgt dann sogleich an der Stelle hier. Und ihr müsst keine Tricks dabei machen, ihr müsst nur von der einen Pipe zur anderen springen. Mehr müsst ihr nicht machen. Sollte was schief gehen, wie gesagt, hier einfach die Schultertaste mal drücken, dann landet ihr immer gerade. Hier ist der dritte von den vieren und dann könnt ihr hier ganz einfach über das Dach hier rüber und das kennt ihr hier schon. Die Ecke hier ist meiner Meinung nach der einfachste von allen vieren und dementsprechend haben wir diese Mission auch erfüllt. Jo, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wie gesagt, wenn ihr eure Stats bei Geschwindigkeit noch nicht voll habt, dann achtet immer drauf, Spezialleiste voll zu haben und in eurer richtigen Stellung zu stehen. Das war's von diesem Video. Herbert bedankt sich fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.